Let's Dance Rurik Gislason und Renata Lösin holen mit ihrer Tango eine ordentliche Punktzahl. Trotzdem macht der Isländer ein Geständnis, das tief blicken lässt, nachdem Rurik Gislason mit Renata Lösin in der vergangenen Woche bei Let's Dance die volle Punktzahl geholt hat, ist der Druck auf den Isländer groß gewesen. Ich habe mein Selbstvertrauen ein bisschen verloren haben, gewährt Gislason während der Trainingswoche einen Einblick in sein Seelenleben 14. Das war eine harte Woche. Tango ist ein komplizierter Tanz, gesteht Gislason. Rurik Gislason bei Let's Dance, Lob und Kritik nach Tango. Gislason und Lösin haben am Freitagabend einen Tango zum Song Believer von den Imagine Dragons präsentiert. Das Urteil der Jury fällt insgesamt positiv aus, es gibt aber auch etwas Kritik. Wir erwarten, dass du dieses Niveau durchhältst. Das ist natürlich schwierig, sagt Jorge González. Tänzerisch war das aber wirklich mega. Während sich Mo Zimmerbuse gegen Ende des Tanzes mehr Power gewünscht hätte, moniert Joachim Lambi die Körperhaltung des Isländers. Wir sprechen aber von einem Niveau, das schon sehr weit ist, lobt Lambi dennoch. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr gut, dass ihr die Details passend zur Musik ausgearbeitet habt, Rurik Gislason bei Let's Dance. Die nächste Show steigt am 9. April. Alles in allem holt Rurik Gislason trotz der Kritik starke 26 Punkte. Am Ende müssen Kai Ebel und Katrin Menzinger die Tanzshow verlassen. In der kommenden Woche gibt es aufgrund von Karfreitag übrigens keine neue Ausgabe von Let's Dance. Die nächste reguläre Show wird am 9. April um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Mal schauen, ob Rurik Gislason und Renata Lösin dann wieder näher an die 30-Punkte-Marke kommen. Wo?